Feuerfrei zur Grillerei lautet das Motto an drei Terminen bis Anfang Juli. Und das mitten in der Stadt Salzburg. Heute liegt der Schwerpunkt auf Lammfleisch, zubereitet auf dem Grill und anschließend im Smoker. Wir wollten eigentlich einmal die jungen Leute ansprechen. Und letztes Jahr haben wir genau gemerkt, es sind sehr viele Studenten gekommen. Es redet sich immer drum, es kommen die Leute, die wir eigentlich als zukünftige Kunden wollen. Und da kann man ihnen günstig was zum Essen geben. Man kann ihnen sagen, dass Salzburg ein hervorragendes Fleisch hat. Und da kann man richtig mal das richtige Schmankerl probieren bei uns. Für die Teilnehmer am Grillworkshop hat der Grillweltmeister Tipps und Tricks parat. Also ich würde nichts vormarinieren. Das heißt, es kommt super Fleischqualität zum Einsatz und wird erst nach dem Grillen gewürzt oder beim Grillen mit Fett sparen. Weil wenn das Fett runtertropft und nach oben brennt, ist auch nicht gar so gesundheitsfördernd. Während der Griller auf Temperatur gebracht wird, wird die Keule vom Tauernlamm zerlegt. Zunächst wird das Fleisch auf allen Seiten angegrillt. Anschließend zieht es bei niedriger Temperatur durch. Und dann sagen wir jetzt einmal, Medium geht es los bei 54, 56 Grad. Wenn ich es durchhaben will, dann bin ich bei 70 Grad irgendwo. Nach dem Grillworkshop haben sich die Teilnehmer eine Stärkung verdient. Auf die Teller kommt rosa gegrilltes Lamm mit Ratatouille und frischen, heurigen Kartoffeln. Das war super, wunderbar. Auch der klitzekleine Hinweis, dass man die Gewürze erst hinterher geben soll, damit sie das Aroma noch mitnehmen. Also einfache Dinge, die selbstverständlich in Zukunft angewendet werden. Im Endeffekt sind es mehrere Dinge, die ich mitgenommen habe. Das erste ist, man braucht sehr gute Rohstoffe. Also sehr gute Nahrungsmittel, die bekommt man in Österreich sehr stark. Dann braucht man gutes Equipment und Zeit. Und natürlich die Liebe zum Kochen. Also Grillen geht direkt, das heißt, wir haben direkt das Feuer oder die Gasquelle unterm Fleisch. Barbecue geht indirekt, das heißt, die Feuer- oder Rauchquelle ist nicht unterm Fleisch, sondern da wird nur die warme Luft vorbeizogen. Temperaturen 110 bis 130 Grad. Am 13. Juni und am 4. Juli gibt es weitere Möglichkeiten, sich Grilltipps abzuholen und zu verkosten, was Salzburgs Fleischer zu bieten haben. Beim nächsten Mal haben wir Rind wieder, da haben wir ein Salzburger Rind. Und im Juli haben wir dann ein Schweinefleisch, da gibt es dann halt Speerrips und Schweinsbroten und wieder lauter super feine Sachen. Spielt im Sommer auch das Wetter mit, dann steht dem Grillvergnügen nichts mehr im Weg. I never